Oh shit, Freunde, wir haben auf jeden Fall wieder neue Skins bekommen und diese Skins sind auf jeden Fall richtig geil. Und damit würde ich auch sagen, was geht ab, Leute? Euer Fraps ist hier und zwar heute mit einem neuen Video. Wie immer zeige ich euch den Shop pünktlich um 3 Uhr morgens, Freunde. Und natürlich, wie immer, könnt ihr gerne die Videobeschreibung abchecken, Freunde. Dort findet ihr PSN-Karten über MMOGA, diese sind super günstig. Beispielsweise kriegt ihr eine 25€ PSN-Karte für 22€ und, Freunde, mega geiles Angebot, eine 50€ PSN-Karte für 45€. Dort spart ihr auf jeden Fall 5€ mit dem Code Fraps, Freunde, bekommt ihr sogar einen 5%igen Rabatt. Alle Informationen unten in der Videobeschreibung. Gerne könnt ihr mir natürlich auch einen Daumen da lassen und, Freunde, vergesst nicht, das Video hier mit euren Freunden zu teilen. Und, Freunde, heute wird noch ein Video online kommen, wo ich halt über das Gewinnspiel rede, denn wie ihr sicherlich wisst, Freunde, heute kommt das 700€ V-Bucks Gewinnspiel online und das solltet ihr unbedingt mal auschecken. Aber jetzt würde ich sagen, Freunde, kommen wir mal direkt zum Shop-Video. Let's go! So, Freunde, als allererstes kommen wir wieder zu den täglichen Gegenständen. Und zwar haben wir dort als Emote Disco Fieber. Und ich muss ehrlich sein, Freunde, das ist auf jeden Fall ein Emote, den ich sehr, sehr mag. Ich habe sogar ein 5-stündiges Video darüber hochgeladen, wo ich einfach an verschiedenen Orten mit diesem Emote tanze, weil ich den einfach voll fresh finde, beziehungsweise die Melodie dazu ist mega nice, Freunde. Und natürlich könnt ihr das Ganze euch auch direkt mal zulegen. Teuer ist es jetzt auch nicht, Freunde. Man kann sich auf jeden Fall das ein oder andere Mal ein Emote gönnen. Als nächstes, Freunde, kommen wir hier zu einem Skin, der schon recht oft im Shop war, und zwar zu der Waffenexpertin. Das ist auf jeden Fall so ein Outfit, wo ich sage, das sieht schon richtig geil aus. Vor allem, Freunde, wenn ihr halt dieses Outfit hier habt, kann ich euch auf jeden Fall den Raptor-Rucksack empfehlen, denn wenn ihr den halt draufklatscht, sieht das Ganze so aus, als ob der Raptor-Rucksack perfekt diesem Skin angeeignet ist. Und natürlich ist es halt Geschmackssache. Ich persönlich will jetzt dafür keine 1200 V-Bucks ausgeben, weil ich halt schon recht viele Skins habe, aber, Freunde, euch kann ich das auf jeden Fall empfehlen. Als nächstes kommen wir zu einem Gleiter, Freunde, den ich persönlich sehr liebe, und zwar Süßkram. Süßkram macht jetzt keine Geräusche oder sowas in der Art, aber, Freunde, er sieht einfach mega nice aus, sieht einfach so aus, als ob man gerne mal reinbeißen würde, so während dem Flug einfach mal kurz in den Flügel reinbeißen, damit man halt ein bisschen mehr Aerodynamik hat, aber auf jeden Fall, Freunde, würde ich euch diesen ganzen Gleiter hier gönnen, mega nice meiner Meinung nach, und ich finde es cool, dass er wieder zurück im Shop ist. Als nächstes, Freunde, kommen wir zum Gegenstück vom Hyperion-Skin, und zwar Blenden. Dieser Skin kostet 1200 V-Bucks, aber, Freunde, ich kann euch schon mal jetzt raten, kauft euch diesen Skin nicht, es gibt auf jeden Fall was viel cooleres. Dazu kommen wir auf jeden Fall nochmal gleich. Und dann, Freunde, haben wir hier die Imperium-Spitze. Die habe ich mir damals aus Versehen gekauft gehabt, ist aber auf jeden Fall ein Fehlkauf gewesen. Habe ich nur ein, zweimal benutzt bis jetzt, deshalb, Freunde, kann ich euch auch nur abraten von dem ganzen Kauf hier. Und ihr wisst ja, Freunde, das ist das Banger Imperium vom letzten Video. Jeder, der den Part gesehen hatte, Freunde, soll mal Hashtag Ehre unten in die Kommentare reinschreiben, damit ich Bescheid weiß, ob ihr schon mal diesen Part gehört oder gesehen habt. Jetzt, Freunde, bei den Emote hier müsste ich ganz kurz was anmerken. Gestern gab es einen Bug im Shop, und zwar, Freunde, war ein grüner Skin für 500 V-Bucks im Shop, und das war natürlich nicht beabsichtigt. Und zwar war das der Skin Schere, Stein, Papier, und das war halt so ein kleiner Scam von Epic Games. Ich weiß nicht, ob das beabsichtigt war, aber laut Reddit, Freunde, ist das Ganze aus Versehen geschehen und es gibt eventuell eine Rückerstattung, falls ihr euch das Ganze wirklich für 500 V-Bucks gekauft habt. Aber im Hintergrund sehen wir hier den Klack-Emote, Freunde, 200 V-Bucks kostet das Ganze. Mega nice auf jeden Fall, kann man sich gönnen, ist nicht teuer, deswegen lege ich mir den auch hier zu, Freunde. So, Freunde, kommen wir auf jeden Fall jetzt mal zu dem Interessanten. Und zwar haben wir heute die Basketball-Skins bekommen. Hier haben wir zum einen den Slam Dunk, Freunde, das ist ein Erntewerkzeug, was mega, mega fresh ist. Vor allem, Freunde, das Netz ist dynamisch, das heißt, es kann sich bewegen und es sieht noch oben drauf richtig cool aus. Deshalb werde ich mir das Ganze hier gönnen und euch kann ich das auch empfehlen. Freunde, 800 V-Bucks für so einen coolen, ja, für so eine coole Spitzhacke ist wirklich nicht viel. Deshalb, Freunde, schlagt auf jeden Fall mal direkt zu. Als nächstes, Freunde, kommen wir hier zu Korbzeit. Korbzeit ist auf jeden Fall ein Gleiter, das ist so ein Basketballkorb, nur das ist halt als Gleiter. An der Seite haben wir halt so Boxen, wo Musik rauskommt und das Ganze öffnet sich genauso, wie es im Hintergrund sehen können. An sich mega coole Geschichte, vor allem feiere ich, dass das Netz sich auch noch mitbewegt und ich bin mal gespannt, was für Töne das von sich spuckt, wenn man auch in-game ist. Und, Freunde, 1200 V-Bucks ist vollkommen fair für diesen Gleiter. Ich würde euch empfehlen, gönnt euch unbedingt diesen Skin bzw. diesen Gleiter hier. Mega, mega fresh. Jetzt, Freunde, kommen wir mal zum Interessanten. Und zwar zu den Skins. Heute haben wir zwei Skins bekommen, die neu sind. Diese habe ich ja bereits geleakt gehabt, aber, Freunde, der Skin hier im Hintergrund ist erstmal ganz kurz was anzumerken. Und zwar ist es eine Frau, die bisher noch nicht im Spiel war und das ist das allererste Mal, dass sie jetzt einen neuen Skin bzw. dieser Skin ist halt ein neuer Skin, der seit langem mal wieder reingekommen ist. Mit Skin meine ich, Freunde, nicht das Aussehen, sondern die Frau an sich, die weibliche Person, sage ich jetzt mal. Wir können ja mal ganz kurz in den Spind gehen, Freunde, und dann kann ich das euch anhand eines Beispiels zeigen. Beispielsweise, Freunde, können wir jetzt hier sehen, eine Sekunde, wir suchen hier mal einen Frauencharakter. Also wir können hier die eine Tussi sehen. Freunde, die gibt es natürlich in mehreren Varianten. Beispielsweise die Farbenbomberfrau gibt es dann nochmal als PSN, also PS Plus Skin, dann gibt es das nochmal als Spezialistin. Und dieser Skin ist halt ein neuer, also die Frau an sich als Person.
Person ist ein neuer Skin, deswegen feiere ich das Ganze. Und Freunde, wir müssen real sein, sieht auf jeden Fall auch richtig fresh aus. Mega cool, dass sie solche coole Skins reingehauen haben. Deshalb, Freunde, würde ich euch empfehlen, das Ganze hier zu gönnen. Als nächstes, Freunde, haben wir hier den Skin Sprungwurf. Der sieht auch mega, mega cool aus. Und Freunde, ihr müsst bedenken, dieser Skin hat sogar auch Tattoos, die man richtig krass sehen kann. Und ich finde, das sind auf jeden Fall die ganz kleinen Details, die bei dem Skin eine Rolle spielen. Mega fresh sieht das Ganze aus. Und Freunde, am Rücken haben wir die Zahl 28. Er hat hier noch eine coole Kette um den Hals, Freunde. Und an sich sieht der Charakter schon mega, mega fresh aus. Mit dem kann ich mir auf jeden Fall vorstellen, ein paar Runden zu zocken, Freunde. Deshalb wird sich das Ganze hier auch gegönnt und euch kann ich das auch empfehlen. Gerne könnt ihr mal unten in die Kommentare reinschreiben, Freunde, ob ihr euch die neuen Skins gönnt oder eher nicht. Findet ihr diese Skins gut oder doch nicht, Freunde? Schreibt mir gerne mal unten in die Kommentare. Also ich feiere den heutigen Shop, da sind so einige mega coole Sachen drin gewesen. Hier könnt ihr nochmal den Shop im Hintergrund sehen, Freunde, und nochmal ganz kurz anzumerken ist, checkt gerne die Videobeschreibung ab, dort findet ihr günstige PSN-Karten. Checkt einfach ab, Freunde, würde mich auf jeden Fall riesig freuen. Ihr könnt euch ja mal die Webseite einfach mal anschauen und wenn es euch gefällt, könnt ihr da die ein oder anderen PSN-Karten euch gönnen. Und das sollte aber auf jeden Fall hier mit dem Video gewesen sein, Freunde. Lasst mir gerne mal einen Daumen da, vergiss nicht zu abonnieren und ich würde dann sagen, haut rein, geht mit dem Flow, euer Fraps. Ciao.